Servus, ich bin Bastian und das ist das Honor 9. Naja, zumindest seine Verpackung. Neben der großen 9 und ein paar weiteren Zahlen und Barcodes befindet sich nicht viel auf der Box. Wie ihr hier sehen könnt, hat unser Testmodell 64 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Die Farbe ist Glacier Grey. Lasst uns die Box öffnen. Sie ist typisch für Honor und etwas anders aufgebaut, als wir es von anderen Herstellern gewöhnt sind. Lasst euer neues Smartphone nicht direkt fallen, wenn es so herausrutscht. Das ist also das neue Honor 9. Es sieht und fühlt sich aufwärtig ähnlich wie der Samsung Galaxy S7 an. Auf der ähnlich geformten Rückseite finden wir die Dual-Kamera und einen Dual-Blitz. Das verwendete Material erinnert an das Honor 8. Daraus resultieren tolle Reflexionen mit dem Licht, zumindest wenn ihr es schafft, das Smartphone sauber zu halten. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut. Lasst uns schauen, was sich noch alles in der Box befindet. Zunächst finden wir das Werkzeug vor, um den Schacht für die SIM-Karte zu öffnen. Wie schon beim Honor 8 legt der Hersteller auch hier ein fast durchsichtiges Case bei. Darunter ist das Netzteil mit Schnellladetechnologie untergebracht und das entsprechende USB-C-Kabel. Wenn ihr ein Honor 9 kauft, liegt im Smartphone auch ein Headset bei. Das fehlt bei unserem Testgerät. Und das war es dann auch schon. Legen wir das ganze Zubehör mal an die Seite und kommen zurück zum Honor 9. Auch wenn wir die abgerundeten Kanten schon bei anderen Smartphones gesehen haben, verleihen sie dem Honor 9 ein gutes Gefühl in der Hand. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist der Fingerabdrucksensor von der Rückseite auf die Front gewandert und befindet sich nun im neuen Home-Button unter dem 5,15 Zoll Bildschirm. Ein Betätigen des Power-Buttons an der Seite weckt den Kirin 960 Prozessor auf und das Honor 9 erwacht mit Android 7.0 NouGat und EMUI 5.1 zum Leben. Wir haben das neue Smartphone schon ausgiebig getestet und ihr könnt alle Einzelheiten in unserem Testbericht auf androidpit.de nachlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.